So, herzlich willkommen zur Vorlesung Softwaretechnik Praktikum. Wir sind im Sommersemester 2021 und das ist so die vierte, fünfte Vorlesung. Ich weiß es, die fünfte sogar schon. Das geht verrückt voran. Aller Voraussicht nach mache ich heute nochmal Vorlesung und jetzt Freitag auch nochmal. Und dann sind wir aber wahrscheinlich durch. Müssen wir mal gucken, wie weit wir, wie gut wir vorankommen heute, damit das alles so klappt. Wir hatten letzte Woche im Wesentlichen über Scrum gesprochen und agile Softwaretechnik und warum man das so macht. Und haben im Wesentlichen dieses Video angeguckt, wo drin steht, du, das ging alles ganz furchtbar schnell und der alte Mann hat es komisch kommentiert und man hat nur die Hälfte mitgekriegt. Und wir werden das heute ein bisschen vertiefen. Letzte Woche hatten wir im Wesentlichen mitgekriegt, man kriegt so einen Backlog. Ne? Das sind so Tickets von Sachen, die man tun muss. Aus denen wählt man irgendwie, dafür diese Tickets macht man so eine Kostenschätzung und sagt, ja, so lange werde ich dafür ungefähr brauchen. Dafür macht man so einen Planning-Poker. Und wenn man das hat, dann nimmt man so viele, wie man glaubt, dass man in den nächsten 2 Wochen schafft und packt die zu einem Sprint zusammen. Hat gesagt, okay, in dem nächsten Projektabschnitt, 2 Wochen, ein Sprint, machen wir die und die Funktionalität, bauen wir unserem Programm dazu. Das ist im Großen und Ganzen die Idee. Das kann man im Wesentlichen so machen, oder das ist eine super Idee, das so zu machen. Fangen wir mal schon mal so rum an. Und das wäre, tatsächlich ist das auch Stand der Technik. Scrum ist im Augenblick eigentlich bei allen Firmen, die ich so kenne, der Weg, wie man das tut. Na, sagen wir mal, alle, die jetzt schon im neuen Jahrtausend angekommen sind. Ne? Also es gibt schon noch ein paar sehr, sehr altbackene Ansätze, die das anders machen. Insbesondere Leute, die mit SAP unterwegs sind, die sind noch mehr in so einem wasserfallähnlichen Ding unterwegs. Aber wir kommen da jetzt noch. So, dann arbeitet man diese ganzen Sachen ab und am Ende des Sprints hat man das dann fertig, so ein schönes Burndown-Chart, wo man belegen kann, dass man unfassbar fleißig war. Eine Sache, die jetzt ist Sebastian gerade weg. Ihr habt am Ende von eurem Release, ne, also 2 Sprints, ein Release, habt ihr ein Kundengespräch, wo ihr dem Kunden eure Projektergebnisse für das Release vorstellt. Was immer so ein bisschen kurz vorkommt, ist, was ist eigentlich der tiefer liegende Sinn von diesem Gespräch, was man da führt oder von dieser Vorstellung? Dann gehen wir jetzt mal zurück irgendwie zu, habe ich das hier schon gemacht? Nein, habe ich gar nicht. Zum V-Modell, genau. Beim V-Modell hatten wir prinzipiell auch so Anforderungen gemacht. Geh du doch mal weg. Und dann hätte ich gerne so einen Laserpointer. Wow. Beim V-Modell hatten wir so Anforderungen, Entwurf, Design, Implementierung. Dann gab es so ein bisschen Testen. Und ganz am Schluss beim V-Modell gab es diesen Abnahmetest. Na? Was im Wesentlichen bedeutet, dass du hast das Produkt beim Kunden vorgeführt. Und der Kunde hat gesagt, super, das ist genau das, was ich wollte. Und dann hat er die Rechnung bezahlt. Na? Und im Wesentlichen ist es so, dass du hier vorne irgendwann einen Vertrag machst, wo aufgezählt wird, das ist die Funktionalität, die wir bauen werden. Und hier wird diese Funktionalität dann vorgeführt und die haben tatsächlich so Checklisten, wo die abhaken. Alles klar, man kann sich einloggen, man kann eine Bestellung aufgeben, man kriegt ein Produkt geliefert, man kann das machen, man kann was stornieren und papapap. Und wenn das alles da ist, dann hast du prinzipiell den Abnahmetest bestanden und dann kannst du eine Rechnung schicken. So läuft das im Großen und Ganzen beim V-Modell. Bei diesen Scrum-Sachen funktioniert die, oder bei den agilen Softwareprojekten funktioniert das anders. Du machst halt diese kleinen Releases, aber im Großen und Ganzen ist die Idee dieselbe. Am Ende von einem Release lieferst du ein Stück Funktionalität auf. Eine ganze Reihe von Features, von so Tickets, die du bearbeitet hast. Das zeigst du dem Kunden und dafür bezahlt der Kunde dich am Schluss. Ja, das heißt, der eigentliche Grund für dieses Kundentreffen nach dem Release ist, dass du deine Kohle kriegst. Jetzt gibt es verschiedene Arten, wie diese Verträge gemacht sind. Und diese agilen Scrum-Projekte sind meistens Projekte, die machen mit Time und Material.
Das heißt, hier beim V-Modell war es eigentlich typischerweise immer ein Werkvertrag oder du hast ein Werk geliefert, ein Produkt und wurdest für das, was du lieferst, für das fertige Ding bezahlt. Bei agilen Softwareprojekten ist es sehr viel häufiger, dass du einfach nur sagst, ich habe so und so viele Stunden für dich gearbeitet und kriegst das Geld für deine abgerechneten Stunden. Weil wie viele Produkte du oder Funktionalität du herstellst, das weiß man immer so vorher nicht so genau. Das hängt ja auch davon ab, wie oft der Kunde noch Änderungswünsche hat und all so ein Kram. Das heißt, eigentlich sagst du nur, hallo, wir haben jetzt hier 4 Wochen, hat das Release gedauert, mit 8 Leuten gearbeitet, 10 Stunden die Woche, die Stunde zu 100 Euro, jetzt kriege ich so viel Geld von dir. Na, und dann sagt der Kunde, was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Und dann sagst du, naja, wir haben dieses und dieses Ticket bearbeitet, guck mal, hier ist die Funktionalität. Und dann sagt er, das ist aber ein bisschen wenig Funktionalität. Dann sagst du, ja, stimmt, aber guck mal, wir haben dir vor 2 Wochen diese Funktionalität schon ausgeliefert und dann ist dir der aufgefallen, dass du das ganz anders haben möchtest, dass du mir das falsch beschrieben hast. Und dann mussten wir es nochmal ein zweites Mal machen, deswegen kriegst du jetzt nicht mehr. Oder da sind so und so viele zusätzliche Tickets aus dem laufenden Betrieb gekommen, wo noch Bugfixes gemacht werden mussten oder Change Requests gemacht werden mussten oder du hast das und das irgendwie angeändert. Am Schluss eines langen Tages ist die Idee von diesem Kundentreffen nach dem Release, dass du die Aufwände, die du gemacht hast, begründest, damit du dann nachher vom Kunden die Kohle kriegst. Tatsächlich sind, je nachdem, wie das Konstrukt, wie das gebaut ist, richtige Extreme Programming oder Scrum-Projekte sind eigentlich so konstruiert, dass du immer nur einen Auftrag für 3 Monate kriegst, für das nächste Release. Und am Ende des Kundentreffens wird im Prinzip besprochen, okay, was wollen wir beim nächsten Release machen? Na, also was machen wir in dem nächsten Zeitabschnitt? Und an jedem Release-Zeitpunkt kann der Kunde sagen, ey Leute, tut mir leid, ihr seid echt Idioten, ihr kriegt das nicht auf die Kette. Mit euch möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten, such mir jemand anderen. Und dann ist halt Ende von Auftrag. Na? Und dann suchen die sich halt was anderes. Also du mietest eigentlich so ein Scrum-Team immer so für ein paar Monate und zahlst deren prinzipiell Gehälter. Das ist so ein bisschen so ein Buddy-Leasing-Modell. Und die Idee ist immer, du musst in diesen Scrum, in diesen Kundentreffen, dem Kunden klar machen, dass du ein unfassbar produktives, großartiges Team bist und dass er nur bei dir unfassbar viel Funktionalität in unfassbar kurzer Zeit für unfassbar wenig Geld bekommt. Damit er dich für das nächste, für die Vertragsverlängerung, für den nächsten Zeitraum wieder beauftragt. Und dass dieses Kundentreffen nicht nur ist Demo von, guck mal, hier ist Funktionalität, sondern eben auch, guck mal, wir sind echt gute, coole Leute, wir haben das ganz schnell hingekriegt und das ist viel flexibler, als du das haben wolltest und das kann sogar mehr, als du haben wolltest und du bist jetzt ein unfassbar glücklicher Kunde. Das ist das, was man eigentlich in diesem Kundentreffen rüberbringen möchte. Und guck mal, das war, ist unheimlich schnell gegangen und hat dich ganz wenig gekostet. Ne? Und guck mal, auch am besten gleich Werbung machen für, ja, das ist noch nicht ganz fertig, du brauchst jetzt ganz dringend noch diese Funktionalität, das machen wir dir in den nächsten 3 Monaten. Das heißt, du legst schon die Grundlagen für den nächsten Auftrag. Ich finde das relativ wichtig, das euch einmal gesagt zu haben, damit ihr eine Idee davon bekommt, was ist eigentlich der Grund, warum man dieses Treffen nach dem Release macht. Und man weiß, also das ist im Prinzip die Intention davon, dann hat man viel mehr Idee, was muss ich jetzt eigentlich aufschreiben? Was ist das, was der Kunde sehen möchte? Ja, und der Kunde möchte dann eben auch mal so einen Burndown-Chart sehen, damit er das Gefühl hat, ja, die Leute können das. Na, also, und die kommen voran. Ne, und das ist produktiv, mit denen zusammenzuarbeiten. Und wenn diese Burndown-Charts irgendwie blöd aussehen, hat der Kunde irgendwann das Gefühl, das ist ein Sauerhaufen, mit denen mache ich das keinen Sinn. Ich muss mir jemand anders suchen, der das für mich baut. Das ist so ein bisschen die Idee. Wir werden über so Kundensachen, Entwicklungsteam, Beziehungen noch mal ein bisschen mehr reden müssen. Es gibt so einen ganz dramatischen Vendor-Login, nennt man das.
Wenn ich mich als Kunde auf euch als Team einlasse und sage, ja, die kriegen jetzt den Auftrag und machen das. Und dann sage ich nach einem halben Jahr, ja, das war eine scheiß Idee, das ist echt ein Sauladen, die kriegen das nicht hin. Dann ist es unfassbar teuer, das Team zu wechseln, mit den Anbieter zu wechseln, zu jemand anderem zu gehen, könnt ihr das weitermachen. Wenn ich mit der Sache, die da schon ist, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, zu irgendjemand anderem hingehe und sage, könnt ihr mal bitte weitermachen, dann sagen die als erstes, alles, was die Vorgänger gemacht haben, ist Mist. Ne? An dieser Stelle gilt, Softwaretechniker sind wie Zahnärzte, die können nie auf irgendwas Vorhandenem aufbauen. Ne? Das Erste, was die machen, ist, gucken sich dann und sagen, was für eine Ruine, alles wegreißen, neu machen. Das ist grundsätzlich so. Warum soll ich mich mit irgendeinem Scheiß von jemand anderem auseinandersetzen, wenn ich dafür bezahlt werden kann, dass ich das neu mache? Das macht viel mehr Spaß. Dann kann ich es so machen, wie ich es gern hätte. Mit den Technologien, mit denen ich mich auskenne, muss ich nicht irgendwelche Doku lesen, irgendeinen Scheiß machen. Ich schmeiß das weg und mach das neu. Ne? Weil ich sage dem Kunden, das, was die anderen da gemacht haben, war so ein Mist, was habt ihr denn da verbrochen? Ne? Das ist totaler, das ist einfach für mich schöner. Das heißt, so ein Projekt, Team, auszutauschen durch ein anderes Team ist unfassbar schwer. Was ich dann typischerweise machen muss, ich muss alles, was ich bis dahin habe, in die Tonne treten und fange komplett neu an. Ne? Eine Idee, wie man versucht, das kleiner zu machen, ist, indem man so eine Microservice-Architektur nimmt. Also sagt, ich habe nicht ein großes Programm, wo alle Funktionalität drin ist, sondern viele kleine Programme. Und dann brauche ich vielleicht nur einen Teil von meinem Gesamtprogramm austauschen und wegschmeißen und neu machen. Und dadurch kriege ich dann ein bisschen Flexibilität. Nichtsdestotrotz ist dieses Verhältnis zwischen ich bin der Kunde und ich bin das Softwareentwicklungsteam. Wie sind denn da so die Kräfte gestaffelt? Am Schluss braucht ihr Vertrauen. Na, also es ist irgendwas, da helfen einem Juristen nicht wirklich weiter. Der Kunde muss das Gefühl haben, ja, die Leute haben das technisch im Griff und kriegen das hin. Das ist eure Aufgabe als Softwareteam, als Product oder Scrum Master, dem Kunden das zu vermitteln. Wir können das. Der Kunde muss das Gefühl haben, ich kriege ein Value für meine Kohle. Na? Das passt so. Wenn was für den Kunden wahnsinnig schwierig ist, ist das einzuklagen. Ne? Du kannst bei so einem V-Modell-Projekt kannst du sagen, hey, wir haben einen Vertrag gemacht hier vorne, als wir die Anforderungen definiert haben, da haben wir einen Vertrag gemacht. Und ich bestehe jetzt auf diesem Vertrag. Ne, du kriegst die Kohle nur, wenn du irgendwie, sonst kannst du hier 14 Tage Zeit zum Nachbessern. Wie wenn du irgendwie ein Auto kaufst und da ist kein Auspuff dran, dann kannst du sagen, hier, schraub da einen Auspuff drunter, sonst kriegst du die Karre zurück. Ne, dann kriegst du gar kein Geld. Solche Sachen hat es viel gegeben und waren eben auch relativ schwierig. Bei so einem Scrum-Projekt, da gibt es schon diesen Vertrag nicht. Über das kann mein Produkt am Ende sagen. Es gibt so eine Sprintplanung oder eine Release-Planung, die du mit dem Kunden zusammen machst, die du aber iterativ jeden Sprint machst, wo du sagst, ja, so, na, das nehmen wir uns jetzt mal vor für die nächste Zeit. Und dann schaffst du irgendwie einen Teil davon. Na? Der Punkt ist, irgendwann wird der Kunde, aber ja, also das Ganze funktioniert nur, wenn der Kunde auch ein Gefühl dafür hat, wie groß ist eigentlich die Komplexität. Ja, ist das, was das Team mir da an Leistung verkauft, an Fortschritt, Projektfortschritt pro Release, ist das angemessen? Passt das so? Ne? Und ist das Geld wert? Oder irgendwann sagt der Kunde dann mal so, ey, nee, ich habe da diese andere Truppe an der Uni Kassel gelernt, die sind viel cooler als ihr, ich mache das jetzt mit denen. Ne? Ihr habt als Team, das da schon lange am Start ist, prinzipiell den Vorteil, dass ihr sagen könnt, wenn du jetzt wechseln willst, dann ist alles, was bis jetzt da ist, kannst du gleich in die Tonne treten. Und das musst du neu machen. Dann wird ja zu der Uni Kassel-Leuten gehen, die Uni Kassel-Leute sagen, ach Quatsch, kein Problem, wir kriegen das hin. Ne? Das ist alles gut, ne? Wir übernehmen das, wir kriegen, dann machst du als Kunde vielleicht mal so eine überlappende Phase, wo du sagst, jetzt sind mal zwei Teams am Start und die teilen sich das so ein bisschen, dann sollen sie so ein bisschen eine Übergabe machen, sich einarbeiten, wie das so geht. Eigentlich ist es so, bei so einem Scrum-Projekt, die ersten zwei Releases baust du ein Vertrauensverhältnis zum Kunden auf.
Ne, da ist noch nicht viel Zeit gelaufen, da ist noch nicht viel Geld geflossen. Und dann hat der Kunde irgendwann den Eindruck, ja, okay, die können das, mit denen mache ich weiter. Oder der sagt, nee, das taucht nicht, ich muss mich anders umgucken. Und dann sagt er nach 3 Monaten, nach einem halben Jahr, komm Leute, wir stellen das ein, wir fangen neu an, mit jemand anderem. Ne? Das heißt, aber wenn du so, naja, eine Zeit lang daran arbeitest, so ein Jahr irgendwie, dann hast du den Kunden eigentlich sehr fest am Haken. Der kann eigentlich nirgendwo anders mehr hingehen. Dann kannst du, hast du da eigentlich einen ständigen Cashflow. Diese Projekte leben dann oft sehr, sehr lange. Ne? Und du arbeitest mit dem dann auf ewig zusammen und du hast jeden Monat, jedes Jahr, jedes Halbjahr einen Auftrag von dem. Und das ist so prinzipiell das, was man gerne anstrebt. Und das funktioniert natürlich immer nur, solange du einigermaßen gute Sachen ablieferst. So. Iterativ. Ich komme hier gleich nochmal drauf zu. Wir hatten dieses Scrum-Geschichten. Die wichtigsten Sachen hatten wir. Das wollte ich heute erklären. Hexagonale Architekturen. Das ist ein relativ neuer Trend. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Hey, wir können gucken. Es gibt eine Webseite dazu. Hexagonale Architekturen. Ich habe da nicht tiefer reingeguckt. Im Wesentlichen ist das der Kram hier. Ich erkläre gleich das und so, von wann kommt der Kram. Origin. Alistair Crackburn hat es erfunden in 2005. Ist nicht so alt. Ne? Mittelalt, aber immerhin. Vielleicht nochmal, was ist der Unterschied zu dem, was wir früher gemacht haben? Als ich Softwaretechnik gelernt habe, hatten wir Layered Architectures. Da gab es eben Three-Tier oder Four-Tier Architectures. Im Prinzip war so eine klassische 3-Layer-Architektur. Du hattest eine webbasierte Benutzeroberfläche, eine Business-Logic und irgendwie eine Datenmodell, Datenbank-Layer. Das war im Prinzip deine Architektur. Und die lagen übereinander. Ne? Und da gab es so Architekturrichtlinien, die haben gesagt, ja, die Graphical User Interface greift nur auf die Business Logic durch und nicht direkt bis in die Datenbank und all so ein Kram. Davon sind wir ein Stück weit weggegangen und haben jetzt so eine hexagonale Architektur und ich habe die nochmal ein bisschen verfeinert gegenüber dem, was der Alistair da gebastelt hat. Und ich habe jetzt in die Mitte von dieser Architektur, und wir nehmen erstmal das Ding hier, unser Datenmodell getan. Also das ist die Objektstrukturen, mit denen wir tatsächlich unsere Algorithmen laufen, unsere Abläufe bauen und die wir so designen, dass das Programmieren der Abläufe möglichst einfach ist. Also das, was wir bei PM gemacht haben für diese Gruppenkasse mit hier gibt es Partys, hier gibt es Leute, hier gibt es Einkäufe, die wir gemacht haben und damit rechnen wir jetzt rum. Ne? Das sitzt im Großen und Ganzen hier an dieser Stelle. Drumherum gibt es dann typischerweise so eine Business Logic. Da drin ist das Operationale. Und man trennt sehr eng, sehr scharf zwischen Algorithmik und Funktionalität, die man hat, und reinem Datenzustand, was den aktuellen Zustand des Systems beschreibt. Also hier wäre abgelegt, wie viele Leute sind auf welcher Party und haben was eingekauft. Und hier steht im Prinzip drin, wie rechne ich jetzt aus, wer was bezahlen muss. Na, und wie mache ich einen neuen Eintrag und solche Geschichten. Die Funktionalität sitzt hier oben. Wenn ich das auf unser Softwaretechnik-Praktikum übertrage, dann habe ich 2 Programme, die miteinander arbeiten. Ich habe diesen Server, den Sebastian baut. Und ich habe den Client, den die verschiedenen Teams bauen. Na, also das ist jetzt der von dem WASP-Team von mir aus. Und im Prinzip hat euer Client, den ihr baut, intern solche Dinge wie, das sind die Server, die alle da sind, das sind die Voice-Channels, die alle da sind, das sind die Chat-Channels, die alle da sind und so weiter und so weiter. Und das sind die Nachrichten, die inzwischen ausgetauscht worden sind. Im Großen und Ganzen. Das wäre das, was man hier drinnen modellieren würde. Hier drumherum ist Business Logic, die im Wesentlichen sagt, ja, hier kommt, Albert hat eine Chatnachricht an den und den Kanal geschickt, trag das doch da mal bitte ein. Ne? Und drumherum ist Graphical User Interface und das Graphical User Interface arbeitet nur mit der Business Logic zusammen. Dann gibt es irgendwelche REST-Adapter,
die mit über Events mit dem Accord-Server vom Sebastian sprechen. Dann gibt es Websockets, die über Events mit dem Sebastian sprechen. Dann gibt es einen Database-Adapter, Datenbank-Adapter, wo man Persistenz mitmachen könnte. Und der spricht auch erstmal nur mit der Business-Logic. Dann gibt es unter Umständen Logging, da haben wir noch nicht viel gemacht. Dann gibt es so Admin-Geschichten, neue Benutzer eintragen, eventuell DevOps-Geschichten, das Ding auf irgendeinem Rechner in Betrieb nehmen, ein Update einspielen, eine neue Version einspielen und solche Geschichten, die wir dann hier im Wesentlichen machen. Und die Business-Logic, die verkapselt das Datenmodell intern und greift auf dieses Datenmodell mit so Edit-Geschichten zu und nur die. Also das Graphical User Interface greift nur auf die Business Logic zu, die ganzen Adapter, die ich habe, das alles geht durch die Schnittstelle der Business Logic. So, und diese Business Logic, dafür hatten wir in Programmiermethodik oder Programmieren und Modellieren, da hatten wir diesen Model Editor, erinnert sich da noch einer dran? Dieses komische, abstruse Ding, das dann so Events gelockt hat und solche Geschichten. Der Model Editor ist ein Teil, der hier in dieser Business Logic wohnt. Der entscheidende Punkt ist jetzt, wenn man seine Architektur so gestaltet, wie wir das jetzt hier tun, dann kann ich diese Business Logic sehr schön iterativ entwickeln. Ihr erinnert euch, bei den alten Architekturen, die wir hatten, gab es eben dieses große Gesamtdesign, wo dieser komische alte weiße Mann aus der Matrix, dieser Architekt, diese Architektin im Wesentlichen gesagt hat, so sind die Schnittstellen. Na, und das musste ganz am Anfang einmal richtig gemacht werden, weil wenn man nachträglich an irgendwelchen Schnittstellen was ändern wollte, mussten die Leute, die die Schnittstelle bereitstellen, also den Baustein entwickeln und die, die ihn benutzen, erst ein Meeting machen, um dann zu besprechen, wie man das ändern wollte. Da gingen Wochen ins Land, war eine Riesenaktion. Das heißt, man musste diese Schnittstelle gleich am Anfang komplett richtig hinkriegen. Bei agilem Vorgehen sagt man, naja, wir machen diese Business Logic hier und wir wollen diese Business Logic haben. Wir machen one business at a time. Na, wir nehmen uns irgendeine kleine Teilfunktionalität, die wir bauen möchten. Und diese Teilfunktionalität wird letztendlich irgendeine API-Methode in unserem Model-Editor. Create oder have party, have item, have person oder irgend so ein Kram. Das ist so ein Stückchen Funktionalität. Oder mach die Abrechnung. Das ist ein Stückchen Funktionalität. Na? Und prinzipiell ist immer, wenn ich sage, oh, ich habe ein neues Stückchen Business-Funktionalität, das ich bauen möchte, dann gehe ich in meinen Business Logic Layer und sage, ah ja, dafür mache ich jetzt da eine Methode hin. Eventuell mache ich dafür auch eine neue Klasse, in die ich diese Methode tue. Ich kann diese Business Logic auf viele, viele Klassen verteilen. Der wichtige Punkt ist, dass diese ganzen Business Operationen, die ich implementiere, zusammen eine API bereitstellen, hier zu diesen grünen Teilen. Ja, das heißt, diese Business Logic hat nach außen Schnittstellenoperationen, die ich von den grünen Teilen aus verwenden darf. Und was man gerne hätte oder was man hinbekommt in dieser Art von Architektur relativ leicht ist, dass man sagt, naja, diese Application Programmer Interface, diese Schnittstelle von meiner Business Logic, die kann ich iterativ erweitern. Da kann ich immer neue Operationen dazu nehmen. Das ist gar kein Problem. Dann funktionieren alle alten Operationen ja immer noch genauso weiter. Die Operationen, die ich dir anbiete, sind in der ersten Näherung, stören die sich gegenseitig nicht. Und ich kann eben so eine neue Operation hier dazu nehmen, richte doch mal so einen Voice-Channel ein. Oder eine neue Operation, richte doch mal so einen Chat-Forum ein. Richte mal einen Service ein, einen Server ein. Ja, wenn ich einen Channel einrichte, dann brauche ich einen Server, wo der dazugehört. Da gibt es irgendwie einen Zusammenhang dazu. Den muss ich mir irgendwoher besorgen. Aber im Wesentlichen kann ich das einfach eine Operation nach der anderen implementieren. Das ist vollkommen simpel, solange ich keine, man nennt das API-Breaking Changes hat. Also einfach nur Schnittstellen erweitern,
Die Schnittstelle der Business-Logic, um zusätzliche Operationen zu erweitern, ist theoretisch, sag mal, für diesen ganzen grünen Zweig, der hier drumherum ist, vollkommen egal. Denen ist das, die alten Anteile, die ich schon habe, aus einem früheren Release, können genauso weiter funktionieren. Da muss ich gar nicht viel machen und kann dann einfach neue Operationen da dazu bauen. Und manchmal schwierig ist, wenn ich an einer alten Business-Operation ein API-Breaking-Change machen muss. Also irgendwas, was meine Schnittstelle so verändert, dass die alte Schnittstelle nicht mehr funktioniert. Theoretisch passiert das nicht. Also wenn ich einmal diese Operation gebaut habe, lege einen Service an und lasse irgendwelche Leute auf einen Server, einen Akkord-Server, ein Ding, in dem Channels zusammengefasst sind. Oh, wie heißt das Ding eigentlich, Sebastian? Was denn? Kategorie fasst Channels zusammen. Kategorie. Eine Kategorie an. Wunderhübsch. Dann ist das doch okay, dann muss ich doch da später nichts mehr tun. Dann muss ich eventuell noch was haben, fügt eine Person irgendeiner Kategorie hinzu, dass die da drinnen arbeiten darf und gibt der irgendwelche Rechte daran. Aber so in erster Näherung fällt mir nichts ein, warum ich diese alte Schnittstellenoperation nochmal ändern muss. Tatsächlich mache ich das ja mit dem Product Owner. Ne? Der Product Owner hat irgendwann mal so ein komisches Scrum-Ticket hier konstruiert, ne? User registered, hier musste jetzt offensichtlich Kategorie stehen, irgendwie in Kategorie gebaut. Aus diesem Ticket habe ich einen Backlog-Eintrag gemacht, habe ich ihn ins Sprint getan, habe ich eine Business-Logic-Operation gemacht, die das implementiert. Habe ich dem Kunden gezeigt. Der Kunde hat sich das angeguckt und hat gesagt, ah, Mist, habe ich vergessen zu sagen, da brauche ich noch eine Farbe, ein Icon, einen Namen, irgendwie was. Und dann ist das ist aber eigentlich noch alles dabei, dass bevor ich das System, dieses Feature fertig release, dass ich solche Anpassungswünsche noch bearbeite. Und wenn ich dann fertig damit bin und habe das dann released und freigegeben, dann bin ich eigentlich mit dem Ding fertig und frei und durch. Und dann gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Grund, an dieser Business-Operation später nochmal was zu ändern. So. Und das liegt daran, wie wir das konstruiert haben. Dass wir gesagt haben, diese Business Logic, da kommt eben ein Ticket nach dem anderen dazu und jedes neue Ticket baut hier eine neue Operation, einen neuen Baustein, ein neues Feature hinzu. Und es ist jedes Mal ein neuer Code, für den ich alten Code normalerweise nicht wirklich viel anpassen muss. Das stimmt nur zu 90%. Weil neue Funktionalität, die ich hier baue, wird gelegentlich dazu führen, dass ich hier in dem Datenmodellbereich andere Strukturen brauche. Das ist schon was manchmal passiert. Damit ich jetzt plötzlich irgendwelche Dinge machen kann, die ich vorher nicht wissen wollte, muss ich unter Umständen mein Datenmodell umbauen. Na? Jetzt möchte ich vielleicht irgendwie rauskriegen, wer von meinen Leuten hat bis in den letzten 4 Wochen mit welchem anderen Leuten gesprochen? Oder was sind die Kumpel von Albert? Ne, mit wem war der zusammen in irgendeinem Chat? Kann ich das jetzt schon in der Datenstruktur, die ich habe, beantworten? Oder muss ich dafür relativ komplizierte Datenbankanfragen machen und würde sagen, na, wäre eigentlich cool, wenn wir dafür noch eine extra Kante hätten, die das beschreibt und die wir dann im Laufe der Dinge irgendwie so temporär mitpflegen. Und wenn ich mich dazu entschließe, mein Datenmodell hier intern neu zu strukturieren, sind unter Umständen alte Business-Operationen, die auf dem alten Datenmodell gearbeitet haben, davon betroffen. Wenn einem das zu viel Punk ist, weil man aber auch relativ leicht hier so einen CQRS-Pattern heißt, das bauen, was man im Wesentlichen macht, ist, man sagt, naja, dieses Datenmodell, das ist jetzt in den Teilen, die ich habe, für diese ersten 20 Business-Operationen schon super, das lasse ich so. Und ich mache jetzt einfach nur eine Kopie davon und baue ein zweites Datenmodell daneben und habe so redundante Daten und sorge dafür, dass immer, wenn an dem ersten alten Teil irgendwas passiert, dieses zweite Datenmodell aktualisiert wird und auch aktualisiert wird. Und da lege ich die Daten ein bisschen anders organisiert ab, damit die neue Funktionalität besser funktioniert. Da gibt es im Prinzip auch Design-Pattern, die das machen.
Solche Dinge lernen wir in der Microservices-Vorlesung insbesondere und ein bisschen in der Design-Pattern-Vorlesung, die noch kommen. Na, die habt ihr in den nächsten zwei Semestern, wenn ihr das wollt. Im Großen und Ganzen. Für diese einfache Anwendung, die ihr jetzt im Softwaretechnik-Praktikum macht, verspreche ich jetzt hiermit hoch und heilig, dass das nicht passiert. Na, wenn ihr eine neue Operation dazu baut, dass ihr dieses Datenmodell komplett über den Haufen werfen müsst, passiert euch wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ihr habt aus Versehen mal irgendwo einen Singleton gebaut, aber dann seid ihr selber schuld. Davor haben euch die Tutoren dann zu dem Zeitpunkt ein paar Mal gewarnt und stehen die da und feixen und sagen, haben wir euch doch gesagt. Ne? Also, wenn euch das passiert, seid ihr selber schuld. Das ist so im Wesentlichen die Idee. So, Ende der Liste zusammengefasst. Was wir jetzt wirklich erreicht haben, ist, dass wir unser ganzes System so konstruiert haben, dass wir gesagt haben, wir haben hier oben so Bits und Pieces für Business Logic und die entsprechen eins zu eins. Hier gibt es Stücke für Code, eigene Bausteine oder nur Methoden, die jeweils eins zu eins irgendeinem komischen Business Event aus unserem Event Storming entsprechen oder aus unserem Backlog entsprechen. Und ich kann darauf zeigen, ich kann sagen, dieser Backlog-Item ist da in unserer Business Logic implementiert und das Datenmodell haben alle diese Dinger gemeinsam. Und der nächste Schritt ist, und was dann versprochen ist, in dieser Art der Konstruktion, dadurch, dass ich hier diese Business Logic so, naja, als eigenständige Schicht hingemalt habe, die ich so iterativ sukzessive erweitern kann, habe ich versprochen, dass diese ganze, naja, agile Vorgehen, dass ich ein Ticket nach dem anderen bearbeiten kann, gut funktioniert. Und das ist im Prinzip der ganze Trick an der Geschichte. Ich kann diese Tickets prinzipiell eines nach dem anderen machen und ich muss nicht alle Tickets am Anfang haben. Und ich brauche mir nicht ganz am Anfang schon die komplette Architektur überlegen, sondern ich kann und die kompletten Schnittstellenoperationen hier überlegen, sondern ich kann einfach immer noch neue dazu tun, ohne dass viel passiert. Das ist mal mindestens das Versprechen von Kent Beck, was ja auch nicht immer eingehalten wird. Okay, und das ermöglicht mir jetzt, dass wir Scrum machen können, eigentlich. Ne? Weil ich die Tickets so schön nacheinander arbeiten kann und das so schön einfach eine Operation nach der anderen in meinen Business Layer hinzufügt, meine API immer nur schön erweitert, keine Breaking Changes macht, also alte Funktionalität ist von neuer Funktionalität nicht betroffen, typischerweise, dann funktioniert das ganz gut. Das Datenmodell ist komplett innerhalb meiner Business Logic verkapselt, ist intern. Das heißt, wenn ich daran Änderungen machen muss, dann sind die verschiedenen Business Layer Komponenten, Business Operationen davon betroffen. Aber die Schnittstelle nach außen, der grüne Kranz, dem ist das egal. Ich kann intern mein Datenmodell umstrukturieren, wie ich Bock habe, das so bauen, dass es meinem Algorithmus gut entgegenkommt und davon ist meine komplette API nach außen, mein Programming Interface nicht betroffen. Und das macht mich da an dieser Stelle sehr, sehr, sehr flexibel. Wenn tatsächlich mal irgendein Business-Event sich ändert, was eben auch relativ häufig vorkommt, dass sich irgendein Ticket eigentlich fertig implementiert hat, und dann kommt die DSGVO und das heißt jetzt, ja, wir müssen auf jeden Fall immer so eine Einverständniserklärung vom Benutzer einholen, sonst dürfen wir dem seine Daten nicht speichern. Na, da muss im Dialog dafür irgendein Häkchen gesetzt werden, da muss er irgendwie aufmerksam gemacht werden, da muss er auswählen können und bla bla bla. Hier ändert sich jetzt plötzlich dieser Login-Schritt. Ja, da müssen zusätzliche Dinge gemacht werden und in dem Account müssen zusätzliche Dinge gemacht werden. Das ist ein API-Breaking-Change und das Coole ist, ich kann darauf zeigen, weil dieser Login-Schritt ist eben eine Business-Funktionalität und es gibt genau eine Stelle in meinem Code, wo der implementiert ist und genau diese eine Stelle muss ich ändern und nur diese eine Stelle. Und das ist doch wunderschön. Und das ist ein Designziel, das man haben möchte, dass man im Prinzip durch diese Art der Architektur und des Designs, das wir gemacht haben, wunderschön von den Tickets, die wir haben, runter kann auf, hier ist dieses Ticket implementiert. Und wenn an dem Ticket sich irgendwas ändert, dann kann ich das hier ändern, genau da und nur da. Und das ist eine kleine
Änderung, weil ich das schön lokalisiert habe. Das ist großartig. Mein Ex-Chef, Herr Nagel, hätte Tränen in den Augen, weil das immer eine Idee ist, dass man sagt, man schneidet die Architektur so, dass ein logischer Change immer ein einziger Baustein an einer Stelle möglichst lokal ist und möglichst wenig Bausteine betroffen sind, dann ist es eine gute Architektur. Okay. Und was an dieser Stelle vielleicht auch wichtig ist, hier steht Early Support for Certain Business Events. Also du kannst schon nach dem ersten Sprint, nach dem ersten Release, hast du schon Teilfunktionalität. Du musst nicht das komplette Ding fertig haben, wie beim V-Modell, bevor du das auslieferst, dann die komplette Liste abhackst, sondern du kannst die ersten vier Dinge wie, wir können schon mal eine Kategorie anlegen. Da kannst du noch nicht so viel mitmachen, aber das geht jetzt schon mal. Und du kannst schon mal Benutzer eintragen und kannst schon mal diesen Administrationskram machen. Da kann man jetzt schon mal loslegen. Und dann kannst du eben Teilfunktionalität schon auch in den produktiven Betrieb geben. Nach dem ersten Release erhält der Kunde ein Produkt, das er mit Teilfunktionalität, die er produktiv in seinem System einsetzen kann, wo er jetzt schon anfangen kann, dass das benutzt wird und produktiv eingesetzt wird. Und wir gehen davon aus, dass er das vorher mit Papier und Bleistift und Papiermehl und in der Post gemacht hat. Und jetzt kannst du sagen, oh je, jetzt kannst du diese vier Nachrichten, die kannst du jetzt schon digital schicken. Und da hinten fehlen noch ganz viele Sachen, das machen wir in den nächsten Zeiträumen. Aber hier, das kannst du jetzt schon mal machen. Da sparst du schon mal 10% der Briefe, die du bis jetzt geschickt hast. Und in dem Teil geht es jetzt schon viel schneller als vorher. Und das ist im Prinzip auch eine Idee von agiler Softwareentwicklung. Damit löst man insbesondere auch eine ganze Menge von Projektdesign-Problemen, die man mit dem V-Modell immer hatte. Beim V-Modell war es eben so, dass du hast halt am Anfang diesen Vertrag geschrieben, dann haben wir 2 Jahre lang entwickelt, dann haben wir das ausgeliefert. In der Zwischenzeit hat sich das Business geändert. Die Leute haben früher Fahrräder hergestellt, jetzt stellen sie E-Scooter her oder Elektroautos oder Toaster. Ganz was anderes. Du kommst jetzt mit der Software, wo man sich eine Fahrradritschka bestellen kann. Na super, will keiner mehr haben. Da sagst du, ja, aber guck mal, das ist doch unser Vertrag. Da sagst du, der Kunde sagt, toll, danke, ja, kann ich jetzt trotzdem nichts mehr mit anfangen. Hättest du mir mal vor 2 Jahren irgendwas geschickt. Das heißt, prinzipiell sind diese Business Events, das ist so ein Moving Target, nennt man das. Also die ändern sich mit der Zeit. Und wenn du da einen langen Abstand hast zwischen, wir haben identifiziert, welche Funktionalität wir wollen und jetzt ist sie ausgeliefert und in Produktion, dann hast du eine gute Chance, dass sich dazwischen Sachen geändert haben, die der Kunde gar nicht mehr haben möchte. Und du musst da einfach näher dran sein, du musst da schneller sein, um so ein digitales Business laufen lassen zu können. Und dafür sind agile Software-Sachen halt einfach viel, viel schöner. Du bist immer offen für mehr und Changing Business Events. Also prinzipiell haben diese V-Modell-Projekte, die man früher hatte, noch die Idee, dass man irgendwann mal fertig wird. Das ist ja eine blöde Idee. Ja, also dann muss man ja einen neuen Auftrag, also für die Softwarefirma ist das total blöd, jetzt Auftrag fertig, okay, was machen wir denn jetzt? Da haben wir keine Arbeit mehr. Und für den Kunden ist es auch irgendwie blöd, weil er sagt, oh, okay, jetzt habe ich dieses Produkt, ich hätte jetzt gerne dieses neue Geschäftsmodell. Da muss ich jetzt einen neuen Auftrag rausgeben, muss ich wieder 2 Jahre warten. Ist ja auch blöd. Und was man eigentlich gerne hätte, wäre, dass man möglichst schnell auf sich ändernde Märkte und Business-Vorgänge reagieren kann und das dann immer weiter tut. Prinzipiell ist bei den agilen Software-Development-Projekten die Idee, die werden per Definition, es gibt kein Fertig. Sondern immer nach dem Release ist vor dem Release und wenn du dein ganzes Backlog alles abgearbeitet hast, dann sprichst du mit dem Kunden, was sollen wir als nächstes machen. Das Einzige, was du unter Umständen tust, ist, dass du dann irgendwann sagst, als Kunde, jetzt bin ich mit der Funktionalität eigentlich soweit ziemlich zufrieden, aber es gibt noch ein paar Kleinigkeiten. Aber jetzt würde ich eigentlich erstmal ein bisschen Geld verdienen und darüber nachdenken, was ich denn nochmal Neues machen möchte.
dann kannst du die Burndown-Rate runterstellen. Dann sagst du, ah, nächstes Quartal machen wir mal nicht 150 Story Points, sondern machen wir mal nur 30, 50, ein Drittel, weniger. Na, und das kündigst du da hoffentlich rechtzeitig an, damit die Softwarefirma sich darauf einstellen kann. Dann sagst du im Prinzip, ey, wir gehen mal mit dem, wie viel wir machen wollen, wie viele Leute an dem Projekt arbeiten, da gehen wir mal ein bisschen runter. Aber wir lassen so ein, zwei Leute an dem Projekt weiterarbeiten, um so Bugfixes zu machen, irgendwelche Hackerangriffe, irgendwelche Betriebssystem-Updates, irgendwelche Java-Updates, irgendwelche Library-Updates einzuspielen, solche Geschichten. Im laufenden Betrieb gibt es eben auch manchmal so Sachen, dann ist irgendein Vorgang kaputt gegangen, dann muss die Datenbank repariert werden. Das macht man manchmal händisch, da passieren komische Dinge. Und dafür wollen wir nochmal euch weiter beschäftigen, aber wir gehen mal mit dem, wir machen jetzt nicht mehr so Full Power, sondern wir machen mal so auf 20% oder auf 10%. Das kann man im Prinzip machen. Aber die Idee zu sagen, jetzt ist Schluss, wir sind fertig mit dem Projekt, das kommt bei agiler Softwareentwicklung nicht vor. Ne? Fertig ist, das Wort gibt es gar nicht. Ne? Softwareprojekte werden nicht fertig. Ende der Diskussion. Ne? Releases werden fertig. Nach dem Release ist vor dem Release. Cool. Ja, das müssen wir jetzt auch noch machen. Genau. Die Quantenmetapher von Kurt Schneider ist jetzt an dieser Stelle nochmal wichtig. Es gibt einen weiteren ganz zentralen Unterschied zwischen klassischer Softwaretechnik aus dem letzten Jahrtausend und Softwaretechnik und agiler Softwareentwicklung aus diesem Jahrtausend. Und der Unterschied ist im Großen und Ganzen, wie viel wird aufgeschrieben. Und dafür gehen wir jetzt mal in den Rational Unified Process. Das ist der hier. Der Rational Unified Process. Habe ich erzählt, dass es die UML gibt? Wer weiß, was die UML ist? Unified Modeling Language. Keiner? Haben alle PM gehört, ihr wisst das, also Klassendiagramme, so wie wir die aufmalen, das ist im Prinzip die Unified Modeling Language. Erfunden haben es Butch Rambeau Jacobsen in den 80er, 90er Jahren im Großen und Ganzen. Butch Rambeau und Jacobsen sind die drei großen Softwaretechniker der 90er Jahre im Großen und Ganzen. Jeder von denen hatte seine eigene Kästchen und Striche, Lines and Boxes, Notation für Klassendiagramme, die sich geringfügig unterschieden haben. Und in der Zeit musste man dann immer wenn man einen Vortrag auf einer Konferenz gehalten hat, immer als erstes erklären, ich benutze die Klassendiagramme von Butch und die sehen so und so aus. Butch hatte so kleine Wölkchen, das war total schick. Ich benutze die von Rambeau, die sind ziemlich so, wie sie heute sind. Ich benutze die von Jacobsen, da waren die Assoziationen andersrum beschriftet. Also an welcher Seite stand welcher Rollenname, war genau andersrum. Das war unfassbar verwirrend. Und solche Geschichten. Dann gab es eine Firma, Rational Rose hieß die. Die haben das erste grafische Klassendiagrammwerkzeug gebaut seinerzeit. Und die hatten einfach keinen Bock, drei Notationen zu unterstützen. Dann haben die gesagt, so, jetzt ist mal Schluss hier. Dann haben sie Butch, Rambeau und Jacobsen mit ganz viel Geld eingekauft, haben die in den Keller gesperrt, haben gesagt, ihr einigt euch jetzt auf eine grafische Notation, die machen wir dann mit unserem Werkzeug und fertig. Das haben wir so gemacht, das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre und danach hatten wir den Unified Modeling Language Standard entwickelt. Und dann haben Butch, Rambeau und Jacobsen, die nennt man auch die drei Amigos, weil sie die drei da in den Keller gesperrt hatten, irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre lang hat das gedauert, dann haben die noch ein Buch geschrieben über das ist das gemeinsame Datenmodell, das hinter so einem Klassendiagramm liegt, noch ein paar andere Diagramme hatten erfunden, die es auch so gab, State Charts und all so ein Kram. Und dann war das gut. Und dann hatten wir nachher Werkzeuge, die tatsächlich interoperabel waren. Du konntest verschiedene UML-Klassendiagramm-Werkzeuge machen, mit denen du malen konntest. Und die hatten alle intern das Klassendiagramm im gleichen standardisierten Datenmodell vorgeschrieben. Du konntest das serialisieren, mit Enterprise Architect das Ding machen, malen und mit Rational Rose laden. Und anschließend den Code-Generator von Rational Rose verwenden. Oder umgekehrt. In dem einen Werkzeug malen, in dem anderen laden und dann im anderen Werkzeug den Code-Generator verwenden. Unfassbare Fortschritte. Die Softwaretechnik hat sich gefeiert dafür, dass wir das hingekriegt haben.
Klassendiagramm benutzt inzwischen kein Mensch mehr. Gut, und nachdem sie diese Sachen fertig hatten, erstmal die Sprache definiert, dann das gemeinsame Metamodell definiert hatten, haben sie den Relational Unified Process definiert. Das ist das, was hier steht. Und das ist so die Gipfel der klassischen Softwaretechnik im Großen und Ganzen. Und was sie schon hatten, war, es gab Iterationen im Prinzip. Und hier siehst du Requirements Analysis Design Implementation Test. Das sind so die klassischen Phasen aus dem Wasserfall, ihr erinnert euch. Ne? Im Prinzip die Vorwärtsphasen aus dem V-Modell von mir aus auch noch. Und dann gibt es so hier eine Zeitachse und dann hast du gesagt, naja, ganz am Anfang machst du viel Requirements Engineering, aber noch nicht alles. Ganz wenig Analysis Design. Hast du so eine erste Durchschnitt mal so gemacht. Dann gehst du hier hoch und machst in der zweiten Iteration noch mehr Requirements Engineering, schon so ein bisschen Analysis, ein bisschen Design, ein bisschen Implementierung und so weiter. Ja, und die Höhe von diesem schwarzen Balken hier ist, wie viel anteilig, wie viel Prozent Arbeit in diesem Sprint, hätte ich jetzt beinahe gesagt, machst du in dieser Tätigkeit. Ne? Und dann sagst du, naja, ganz am Anfang, so die ersten, wenn wir jetzt mal eine Woche, zwei, drei, vier Wochen nimmst, machst du halt viel Requirements Engineering. So ab der dritten Woche machst du dann schon mal so einen größeren Anstrich von Analyse. Ab der fünften, sechsten Woche machst du dann eben viel Design und dann irgendwann machst du hauptsächlich nur noch Implementierung. Das ist so grob die Idee. Und das läufst du hier so durch und das Ganze nennt sich auch Spiralmodell. Das ist ein anderes. Naja, auf jeden Fall läufst du hier so durch. Beim Relational Unified Process war die Idee immer, dass jede Tätigkeit, Entwurfstätigkeit, die du tust, immer in einem Dokument endet. Und das ist der entscheidende Nachteil oder Punkt beim klassischen Software Engineering. Hier sind die ganzen Leute, die du für Requirements brauchtest. Das sind die Tätigkeiten, die die gemacht haben. Requirements aufzählen, verhandeln, priorisieren, spezifizieren, bla bla bla. Und am Schluss kam raus ein Business-Modell, was im Wesentlichen ein Klassendiagramm war, eine Feature-List, was im Wesentlichen unser Backlog ist, und ein Supplementary Requirements, da sind so nicht funktionale Anforderungen. Wir wollen, dass das 24/7 läuft oder nur eine Stunde Downtime pro Jahr hat. Wir wollen, dass wir so und so viele Millionen Benutzer pro Sekunde bedienen können, irgendwas in dieser Art. Ne? Wir rechnen mit einem Datenvolumen von so und so viel Terabyte pro Jahr irgendwie, damit man sagen kann, okay, was brauche ich jetzt hier für eine Datenbank dafür, damit das so geht. Das ist Requirements Refinement. Da nimmt man, und das ist wieder ein wichtiger Punkt, das sind die Leute, die das tun, jetzt kommt ein Architekt dabei oder so, dann nimmt man die Dokumente, die in der Phase davor entstanden sind, was im Wesentlichen ja Klassendiagramme und Word-Dokumente waren, und bearbeitet die weiter und schreibt neue Dokumente, Design-Dokument. Und dann nimmt man die nächsten Phase wieder Dokumente und arbeitet die weiter und so weiter und so weiter. So, und jetzt sind wir bei Kurt Schneider. Hey, also, in der klassischen Softwaretechnik war es im Großen und Ganzen so, es gibt den Kunden, der hat fröhliche Ideen, was er für Features haben möchte. Und diese gelben Punkte sind im Wesentlichen die Tickets, die wir bauen wollen. Ne? Der Kunde spricht mit einem Wirtschaftsinformatiker, mit einem Requirements Engineer, einem Anforderungsdefinitionsmeister, Mensch, Meisterin. Der unterhält sich mit dem und schreibt im Prinzip die Requirements auf in einer Requirements Specification. Ne? Lastenheft, Pflichtenheft, irgendwas in dieser Art. So, die gelben Tickets sind Tickets, sind Sachen, die möchte der Kunde wirklich haben. Die blauen Tickets sind Tickets, das wollte der Kunde nie haben. Da hat der Requirements Engineer den Kunden falsch verstanden. Na, und die stehen jetzt hier. Okay, ne? Ein paar hat er falsch im Kopf, dann hat er beim Aufschreiben nochmal einen Fehler gemacht. Nachdem dieses Spezifikationsdokument mehr oder weniger vollständig erstellt worden ist, Lastenheft, Pflichtenheft, kommt die Architektin, liest sich das Spezifikationsdokument durch und macht ein Design, Klassendiagramm, ne, mit allem möglichen Scheiß.
Und wie man das jetzt so sieht, hat man hier so einen stille Posteffekt. Ne? Also, weil die Architektin nie mit dem Kunden gesprochen hat, noch nicht mal mit dem Requirements Engineer gesprochen hat, sondern nur dieses scheiß Dokument gelesen hat, wo die Hälfte schon drin falsch ist. Davon versteht sie dann noch ein paar Sachen nicht richtig gut, hat sie anschließend noch mehr falsche Sachen. Jetzt haben wir hier unten noch diese ganzen falschen Geschichten und die richtig verstandenen Sachen werden immer weniger. Ne? Und dann geht wieder was verloren. So, dieses Design geht dann klassisch an das Entwicklungsteam, die das dann hacken. Ne? Und wieder, das Entwicklungsteam kriegt dieses Dokument. Das spricht nicht mit dem Architekten, wenn du Pech hast, sondern liest sich nur dieses Dokument durch. Die Entwickler sprechen nie mit den Requirements Engineering Leuten, sprechen nie mit dem Kunden und coden das, was hier im Entwurf steht. Ne? Und dann kommt halt irgendwas raus. Ne? Und du hast so einen ganz starken, ja, stille Posteffekt. Ne? Weil auf jedem Mal, wenn diese Information so einen Hop macht von einem Kopf zum anderen oder von einem Kopf in ein Dokument und von einem Dokument in einen Kopf, geht immer 10% der Information verloren. So grob. Ne? Und wenn die Kette lang genug ist, kommt hinten nichts mehr an. Ne? Also habt ihr alle im Kindergarten gespielt. Stille Post ist das Thema, was wir damals im Großen und Ganzen immer hatten. Ja, ist die Hölle. Ja, und im Wesentlichen ist der Kurt Schneider so ein ja, Workflow-Organisierer, der im Prinzip diesen Effekt das erste Mal so schön beschrieben hat, dass man das so sieht. Ja, und im Prinzip gesagt hat, naja, es gibt so Quanten, das sind die Funktionalitäten, die wir haben wollen. Das sind bei uns eben diese Tickets, die wir da betrachten die ganze Zeit. Und ja. Ja. Und es gibt, das hat dann eben Kurt Schneider auch sehr schön identifiziert, verschiedene Arten, wie Leute miteinander kommunizieren können. Und das, was wir jetzt gerade gesehen haben beim Rational Unified Process, der war zwar schon iterativ, aber ich würde ihn noch nicht als agil bezeichnen, war im Prinzip Kommunikation durch Dokumente. Na, also der hier schreibt was auf, irgendein anderer liest das. Und demgegenüber sagt Kurt Schneider, gibt es aber auch das direkte Gespräch. Die könnten auch einfach miteinander reden, anstelle, dass irgendeiner ein Dokument aufschreibt. Und dann hat er diese verschiedenen Arten der Kommunikation mal qualitativ untersucht. Das ist alles nur PowerPoint-Gewäsch, aber immerhin. Und sagt, naja, das hat alles Vor- und Nachteile. Wenn ich durch ein Dokument kommuniziere, habe ich was, was reproduzierbar ist. Wenn später irgendwie Unklarheiten aufkommen, wollte der diesen Button in grün haben? Wo sollte der hin? Kann ich das da nachlesen? Super. Es ist aber unfassbar aufwendig. Ja, also tatsächlich, ein Requirements-Dokument schreiben, kostet fast so viel Zeit, wie das Programm zu schreiben, das ich nachher haben möchte. Das heißt, ich setze die Hälfte meines Aufwandes fast in diese frühen Phasen rein, um da irgendwas Vernünftiges hinzukriegen. Und Fragen klären ist unfassbar schwierig. Ne? Also das ist wie wenn ich von der Vorlesung nur ein Video habe. In einer Zoom-Session kann ich mal wenigstens so mir die Haare raufen. Vielleicht merkt Albert dann, oh, da ist irgendwas nicht verstanden worden. Und dann sagt er nochmal irgendwie was, wenn ein paar mehr Leute ihre Kamera an hätten. Wenn ich so gar kein Feedback habe, dann schreibe ich halt irgendwie was rein und dann weiß ich schon beim Schreiben nicht genau, was hat denn der Typ, der das später liest, für Fragen? Und das ist unfassbar schwer, das gezielt zu beantworten. Dann ist dieser stille Posteffekt halt wahnsinnig groß. Ne? Ein Gespräch hat den Effekt, dass ich nicht reproduzierbar bin. Ne? Wenn ich mit irgendeinem per Zoom-Gespräch mache, per Telefon-Gespräch mache, und dann quatschen wir so ein bisschen was oder per Discord oder per Accord oder whatever, dann habe ich typischerweise davon keine Aufzeichnung. Ja, und dann kann ich jetzt den fragen, du, hey, ich sollte jetzt hier dieses GUI machen, da soll ein Button hin, wo möchtest du den haben, welche Farbe soll der denn haben? Dann sagst du, oh, ja, 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 ich glaube grün und mach den mal unten rechts. Ja, und dann baue ich den. Und dann irgendwie beim Release kommt dann irgendein anderer und sagt, warum ist denn da so ein Button unten rechts, der holst du doch nach links und der muss doch rot. Ne, ist doch total falsch. Und dann sagst du, ja, weiß ich nicht mehr, warum wir das so gemacht haben. Ne? Und du hast auch keine Gesprächsnotiz oder so, die da drauf verweist. Du kannst jetzt aber nicht, also was nicht geht, ist
jetzt einen Vertrag rausziehen und sagen, hier, Auftragheft, da steht, der Button soll grün unten rechts. Na, du bist jetzt tendenziell im Nachteil, aber du hast unfassbar viel Zeit gespart, weil du einfach nur mit dem Product Owner gesprochen hast und hast die Sache innerhalb von ein paar Sekunden entschieden bekommen und hast nicht eine Woche warten müssen, bis dir irgendeiner ein Requirements-Dokument mit Mockups geschickt hat. Das geht interaktiv. Du kannst genau nach der Sache fragen, die du wissen möchtest und musst dir nicht erst 10 Seiten lang durchlesen, wie die Input-Fields von irgendeinem scheiß Dialog gestaltet sein sollen, sondern siehst direkt, ah ja, der Button soll so. Das ist viel einfacher. Und jetzt ist es aber nicht reproduzierbar. Es kommt so, also zu diesem Release-Meeting, der Kunde sagt, das hätte ich aber doch eigentlich anders gewollt. Und dann sagst du, ja, wir hatten da mal drüber gesprochen, ich weiß es nicht mehr so genau. Der Punkt ist, wenn es tatsächlich ein Pflichtenheft gegeben hat, du hattest ein Dokument und ziehst das jetzt raus und sagst, doch, das steht hier so, deswegen ist das so, ist der Kunde trotzdem anschließend unglücklich. Na, da hat irgendeiner was aufgeschrieben, da ist ein Bug in dem Requirements-Dokument. Und am Schluss änderst du das. Dann ist der rot und links, weil der Kunde das so haben möchte. Und da kannst du dich jetzt noch drüber streiten, wer bezahlt das jetzt, diese Änderung. Na? Aber kommt drauf an, wie dein Verhältnis zu dem Kunden ist. Wird der Kunde von dir verlangen, dass du das kostenlos tust? Oder er gibt dir dafür Geld? Ne? Also am Schluss eines langen Tages bist du in so einer agilen... Der Punkt ist, diese Business-Tickets sind Moving Targets, hatten wir eben. Das ändert sich im Laufe der Zeit. Und irgendwas einmal reproduzierbar aufzuschreiben, wenn du dann 3 Monate später darauf pochst, dann sagt der Kunde, ja, hat sich geändert. Na, vergiss, was ich aufgeschrieben habe. Mach's jetzt bitte anders. Und das heißt, eigentlich ist diese Reproduzierbarkeit, insbesondere bei diesen Tickets, nicht das, was du willst. Sondern du möchtest das zeitnah, iterativ mit deinem Kunden zusammen ausarbeiten. Das ist der Punkt, auf den es jetzt hier wirklich eingibt. Es gibt noch Mischformen davon, die will ich jetzt eben auch grundsätzlich einmal erwähnt haben. Geh mal weg. Nein, geh weg, ich will dich nicht. Es gibt noch Mischformen davon. Meetings. Meetings sind so eine Zwischenform, da spricht man eigentlich miteinander. Ja, auch so ein Release-Meeting oder ein Sprint-Planning-Meeting oder ein Scrum-Meeting. Irgendeiner macht Notizen und der schreibt dann auf, Button rot links oder Button grün rechts. Und der kann sich da unter Umständen drauf beziehen. Na, diese Meeting-Minutes sind notorischerweise, werden dann nur Beschlüsse festgehalten. Also die Diskussion wird normalerweise nicht aufgeschrieben. Warum machen wir das so? Was sind so für und nach? Was sind Alternativen? Sondern nur, wir machen das jetzt so. Das wird im Prinzip aufgeschrieben im Großen und Ganzen. Und da kommen am Schluss eben diese Tickets dann dabei raus. Aber immerhin, man kann da prinzipiell drauf verweisen und sagen, hier, wir haben das damals aufgeschrieben. Es gibt ein Protokoll von diesem Treffen. Und dann hast du sowas Halbschriftliches. Und das geht mit vertretbarem Aufwand, ist was, was typischerweise gerne gemacht. Eine andere Zwischenform der Kommunikation ist E-Mail und normalerweise ist an dieser Stelle hier immer ein mittelgroßer Schimpfblock angesagt, weil irgendwelche Studierenden, irgendwelche Tutoren mit E-Mails fürchterlich beschimpft haben, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Hatte ich dieses Semester nicht oder habe ich es nur nicht mitgekriegt? Nee, ihr seid ein braver Jahrgang, ihr seid mit den Online-Sachen besser vertraut als die Jahrgänge früher. Corona sei Dank. Prinzipiell muss man bei E-Mails aufpassen, die fühlen sich, wenn man sie schreibt, auch bei Diskussionsforen, das ist eigentlich das Gleiche, das fühlt sich, so Chatnachrichten, fühlt sich irgendwie an wie eine Gesprächssituation und dann sagt man schnell mal was Schönes. Und es gibt die sogenannte rheinische Verteidigung, kennt das einer? Kennst du die rheinische Verteidigung? Ja, du bist abends in der Kneipe und dann sitzt da einer neben dir. Und dann sagst du dem, boah, was bist du für ein blöder Suffkopf? Na, und am nächsten Tag kommt der an und sagt, sag mal, oder was ist der Meier für ein blöder Suffkopf? Na, und dann kommt dann irgendwann der nächste Tag der Meier an und sagt, sag mal, hast du zu mir Suffkopf gesagt? Na, und dann sagst du, als echter Rheinländer, Suffkopf soll ich gesagt haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde ich nie tun. Und wenn ich das doch gemacht habe, dann habe ich das nicht so gemeint. Nee, du bist doch kein Suffkopf. Ja, du kannst einfach sagen, das stimmt nicht, habe ich nicht gesagt. Ja, es gibt ja keinen Beweis.
Wenn du das in einer E-Mail geschickt hast, du hast dem Müller geschickt in einer E-Mail, der Meier ist ein Idiot, dann schickt der Müller das dem Meier weiter. Und dann kommt der Meier an und hat so einen Zettel, da steht, hat er ausgedruckt, da steht dran, hey, Albert hat gesagt, Meier ist ein Suffkopf. Dann kannst du nicht sagen, oh nee, das habe ich nicht gesagt. Doch, das steht hier, hast du wohl gesagt. Na? Und tatsächlich bei schriftlichen Dokumenten fängt dann irgendwann eine Exegese an. Na, dann hast du irgendein Wort benutzt, das aus der Nazizeit bekannt ist, schon bist du eine rechte Socke. Das wusstest du gar nicht. Na, dann werden plötzlich wird da Formulierungen auf die Goldwaage gelegt, weil jemand, der wie du gebildet ist, muss doch wissen, dass man das Wort so und so die Zahl 18 nicht verwenden darf, weil das halt Hitler heißt. Hm? Na, also und fertig. Gar nicht mal 18 ist Adolf Hitler. Na, oder ein Synonym für, oder irgendein Kürzel ist, oder irgendein Schabernack. Na, also, da muss man unfassbar aufpassen. Und da machten die Leute mit den Texten, die du geschickt hast, man nennt das Exegese, das ist wie damals, als sie in der Schule im Deutschunterricht irgendwelche Gedichte besprochen habt und da Dinge reininterpretiert hat, von denen der Autor gar nicht wusste, dass das da drin steht. Na, also genau das Gleiche passiert mit solchen Texten, auch und mit E-Mails insbesondere. Und auch mit Chatnachrichten. Passt da höllemäßig auf. Ne? Also macht das bitte nicht, aber tut hier jedem richtig. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses stille Postmodell haben wir im letzten Jahrtausend gemacht. Machen wir nicht mehr. Und die erste Idee, die die agile Softwareentwicklung gesagt hat, war, und jetzt müssten wir eigentlich mal das agile Manifest angucken. Einfach, weil das sein muss. Ah. Warum habe ich das nicht gemacht? Agile Manifesto. Ach, jeder googelt bitte das Agile Manifesto und lernt das bitte auswendig. Das fragen wir im nächsten Scrum-Meeting ab oder so. Das ist das Agile Manifesto. Und zwar die 12 Principles of Agile Software Development. Control Plus. Die Leute, die hier im Hintergrund sind, sind die Leute, die es erfunden haben. Irgendeiner von denen ist Uncle Bob, ich glaube der hier, das weiß ich nicht mehr. Von dem hier jedes Mal habe ich Uncle Bob, das Clean Code Buch, habe ich das erwähnt, dass ihr das lesen sollt? Jedes Mal, also jede Woche lesen, einmal. Ne? Das ist, Robert Martin ist dabei, ich kenne tatsächlich die Hälfte von denen, also fast alle, die hier auf diesem Foto sind, aber man sieht sie sehr schlecht, weil man nur von hinten sieht. Und hier steht im Wesentlichen drinnen, in Code we trust. Ja, also alle Sachen stehen im Code und Designdokumente finden wir doof. Ne, lest euch das mal durch, was die hier so fröhliches schreiben. Das muss man sich mal angeguckt haben. Also, was die gesagt haben ist, Spezifikationsdokumente, diese ganze stille Post, lassen wir weg. Das einzige Dokument, das wir erstellen, ist Code. Entwurf, Spezifikation wollen wir nicht. Wir machen noch Backlog-Tickets, das ist es. Mehr wollen wir nicht haben. Und wir ersetzen diese ganze Kette von Entwicklungsschritten durch ein Team, ein Scrum-Team, wo alle Leute zusammenarbeiten, das in eins machen. Und dann kommt man im Wesentlichen hier auf so eine Architektur oder so eine Teamorganisation. Also wir haben hier immer noch den Kunden, der hat die fröhlichen Ideen. Dann haben wir vielleicht hier den Product Owner oder die Product Ownerin, die mit dem Kunden im Wesentlichen den Kontakt hält und rauskriegt, was zu tun ist. Dann gibt es vielleicht einen Architecture Owner. Dann gibt es Development-Leute, die hier sind. Dann gibt es einen Scrum Master oder irgendwie was. Und die arbeiten alle rund um so eine hexagonale Architektur und versuchen dann im Code, hier da oben, wo dieser Business Layer ist, schrittweise diese Tickets, die hier sind, irgendwie umzusetzen. Das ist die Idee. Und untereinander spricht dieses Team einfach in den Scrum-Meetings regelmäßig miteinander. Na? Und wenn ich irgendeine Requirements-Frage als Entwickler geklärt haben möchte, dann frage ich den Product Owner oder den Scrum Masterin oder whoever. Ja, und das ist im Prinzip die Idee von agiler Softwareentwicklung. Lass diese bescheuerten Design-Dokumente weg. Ja, oder wenn du so machen möchtest, ist ja okay. Aber eigentlich ist die Grundidee, verdammt nochmal, sprecht miteinander. Na? Und macht das. Dann seid ihr agil, schnell und solchen Kram. Und das einzige Artefakt, das ihr wirklich erstellt, ist Code. Das ist die ganze Idee.
im Großen und Ganzen. So, ich habe noch eine Viertelstunde. Unified Process haben wir jetzt getötet. Also ne, Unified Process, wenn euch damit irgendeiner kommt, unfassbar antik. Letztes Jahrtausend, unfassbar viele Dokumente, die aufgeschrieben werden müssen, die alle kein Mensch braucht. Ne, macht das nicht mehr. Der am Schluss eines langen Tages das Ganze gesprengt hat, ist Kent Beck. Den muss man kennen, Geschichte der Softwaretechnik. Mitte der 90er Jahre, Kent Beck hat das Extreme Programming erfunden. Und im Wesentlichen war der der Erste, der muss auf diesem Manifesto-Foto auch dabei sein, Kent Beck. Kann ich mir nicht ohne vorstellen. Müssen wir gleich nochmal gucken, ob da die Leute aufgezählt sind, die hier stehen. Martin Fowler, ganz, ja, Kent Beck, gleich hier der Erste. Ne? Also der ist dabei das ist Onkel Bob. Robert C. Martin, das sind so die Leute, die da spannend sind. Der Alistair Cockburn ist ganz wichtig, Cunningham, Fowler ist unfassbar bekannt, das sind so die wichtigen Leute hier. Gut. Kent Beck war ein Berater im Silicon Valley, also da bei Google, Apple und Co., Facebook und solchen Kram, und war ein typischer Vertreter der amerikanischen Softwaretechnik. Das müssen wir mal auch jetzt noch mal gerade erklären. In Europa und insbesondere in Deutschland ist die Softwaretechnik sehr technisch aufgestellt. Die Softwaretechnik in Europa und gerade in Deutschland hat eigentlich immer den Anspruch gehabt, wir bauen Werkzeuge, wir bauen Klassendiagrammeditoren, Codegeneratoren, sowas wie Fulip. Das war immer unser Ding. Während die amerikanische Softwaretechnik aus vielen technischen Gründen, das ist so wie das Universitätssystem gestaltet ist und verschiedene andere Sachen, viel stärker prozessorientiert gearbeitet hat, immer und geforscht hat und Sachen gemacht hat. Die haben immer gesagt, naja, wir organisieren Teams, wir machen Projektmanagementstechniken eigentlich. Wir kümmern uns darum, wie Projekte organisiert werden. Und das machen wir nicht so viel mit Werkzeugen, sondern mehr mit Methodiken, indem wir vorschlagen, mal doch mal Requirements auf, mach doch V-Modell, mach doch Rational Unified Process. Das waren prinzipiell alles Ergebnisse, die aus dem amerikanischen Bereich kommen, während Werkzeugentwicklung für Codegenerierung mehr aus dem europäischen Bereich kommt. Kent Beck ist halt Berater im Silicon Valley gewesen. Und was man noch wissen muss, ist, dass wenn du im amerikanischen System an der Universität arbeitest, bist du ein bisschen schlechter bezahlt als ein deutscher Professor, was ich okay finde. Aber insbesondere kriegst du da auch ein Sabbatical, kriege ich auch. Alle 4 Jahre habe ich ein halbes Jahr lang, bin ich von der Lehre befreit. Das ist dafür da, damit ich mich auf neue Forschungsinhalte mir erarbeiten kann, neue Forschungsideen entwickeln kann. Dürfen die in Amerika auch? Ein winziger Unterschied ist, dass in meinem Sabbatical läuft mein Gehalt weiter. In Amerika wirst du nur für die Lehre bezahlt. Das heißt, für dieses halbe Jahr, wo du nur forschst, kriegst du keine Kohle. Ne? Kriegst du einfach kein Gehalt mehr. Fertig. Und du hast ein Recht darauf, nachher wieder in deine Lehrtätigkeit zurückzukommen und also im Kram, aber du kriegst, in dem halben Jahr musst du jetzt erstmal sowas sehen. Das machen trotzdem viele. Und was sie dann machen ist, die machen Consulting. Das heißt, die gehen zu irgendwelchen anderen Softwarefirmen und sagen, hey, habt ihr ein größeres Problem? Ich kann euch helfen. Ich weiß, wie das geht, weil ich bin ja Forscher an der Universität. Consulting wird ja auch in Deutschland viel gemacht. Ne? Irgendwie von der Leyen hat irgendwelche Consultants, die ihr helfen, irgendwelche Panzer zu kaufen und all so ein Kram. Im Prinzip ist das die gleiche Idee. Das heißt, du holst dir einen externen Experten, weil du das Gefühl hast, hier mit unserem Software, da müssen wir was anders machen, die Teams, das funktioniert nicht gut. Wir sollten irgendwie da mal drüber nachdenken, uns da zu reorganisieren. Dann warst du eine mittelgroße Firma, hast du Kent Beck angerufen und hast gesagt, könnt ihr nicht hier mal mein Team da mal irgendwie produktiver machen? Dann ist Kent Beck vorbeigekommen für 2, 3, 4 Wochen und hat deinen Laden auf links gezogen. Und im Wesentlichen hat er fröhliche Dinge gemacht. Und das Erste, was er immer gemacht hat, das erzählt er super cool, der hat gesagt, hier, genau. Ich bin da immer aufgelaufen, habe das Entwicklungsteam, das ich beraten sollte, kennengelernt. Dann habe ich eine große Tüte aufgemacht mit dicken Schraubenziehern drin
Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben bei den Cubicles die Trennwände weggeschraubt. Wer weiß, was ein Cubicle ist? Also, es gibt kulturelle Unterschiede in der Arbeitswelt zwischen Deutschland oder Europa und Amerika. Und in Amerika haben die diese Hochhäuser und da drinnen Großraumbüros. Na? Und im Wesentlichen ist das Problem bei diesen Hochhäusern, dass es nur relativ wenig Räume gibt, die Fenster haben. Na? Und wenn du mehr so in der Mitte wohnst, hast du schon mal kein Fenster mehr, was relativ bescheiden ist. Ein Arbeitsplatz ohne Fenster in Deutschland, da kommt die Gewerkschaft. So ein Gebäude darfst du gar nicht bauen. Na? In Amerika normal. Na, Hochhäuser sind alle so. So, das heißt, du hast eigentlich ein Großraumbüro auf über die ganze Etage. Da sind einfach gar keine Wände. Und damit du jetzt so ein bisschen Schallschutz oder Privatsphäre oder gegen irgendwas haben, stellen die ganz viele Schreibtische in eine Reihe und um diese Schreibtische im U so eine Trennwand. Wenn du Pech hast, stehen die Trennwände auf dem Schreibtisch. Na, und dann hast du so einen kleinen Schreibtisch, so groß wie dieser Tisch hier. Ja, und da steht einfach dann so 80 cm hoch, jeweils irgendwie so eine Trennwand. Das ist dein Cubicle. Da hast du noch einen. Und das nennt sich Cube für Würfel. Ja, also das ist dein Arbeitswürfel. Na, und wenn du aufstehst, kannst du über die Cubicles drüber weggucken. Sieht man in diesen ganzen amerikanischen Filmen immer. Damit du wenigstens ein bisschen Tageslicht hinkriegst. Na, deswegen hast du keine vollflächigen Wände, die bis unter die Decke gehen, sondern nur diese halbhohen Trennwände um jeden Schreibtisch drumherum. Das ist ein Cubicle. Und dann kannst du da an deinem Computer arbeiten, hast du dann deinen Becher stehen und diesen einen Karton, den du immer mitnimmst, wenn du gefeuert wirst. Ne? Was man aus den amerikanischen auch ja irgendwie kennt, mit deiner Blume, dem Bild und dein Telefon steht da und dein Computer. Im Großen und Ganzen ist das so der klassische amerikanische Arbeitsplatz. Und Ken Beck hat gesagt, das ist scheiße für die Softwareentwicklung. Ich möchte, dass diese Leute, die in einem Software-Team sind, miteinander reden können, damit wir diese schöne Situation hier hinkriegen. Wo ist es denn? Hier, ne, die sollen alle miteinander reden können die ganze Zeit. Bitteschön, das geht so nicht. Und was er als erstes macht, er reißt diese Cubicle-Wände weg und stellt die Schreibtische neu auf. Und er sagt, das wäre immer total lustig, weil du gehst zu dem Team, gibst dir diese Schlüssel, dann reißen die weg, haben Spaß für den Markt. Nach ungefähr 2 Stunden oder 1,5 kommt irgend so ein Büromanager, so ein Hausmeister an und ist vollkommen aufgeregt und sagt, ihr könnt ja nicht einfach die ganze Bürolandschaft umbauen. So ein mittelmäßiger Chef, den bockt Ken Beck dann weg und sagt, hör mal zu, ich kriege hier 2000 Euro oder Dollar pro Tag, damit ich euch berate, das muss geändert werden, mach dich weg, du Weichei. Na, und der Effekt ist psychologisch, das Team johlt, weil den Typen haben sie eh immer gehasst, der ihnen da irgendwie einen Schreibtisch zugeordnet hat, den Büroleiter, und haben Spaß für den Markt. Und dann ist Ken Beck und das Team schon Freunde und alles ist großartig. Nichtsdestotrotz, die Idee ist, die Leute sollen scrum-mäßig agil miteinander reden, weil wir keine Dokumente mehr austauschen. Und deswegen bauen wir das Büro so, dass sie das auch können. Das ist eine zentrale Idee von Ken Beck und tatsächlich sind inzwischen viele Softwareentwicklungslabors so aufgebaut. Laut Ken Beck braucht es dann so Inseln in der Mitte, wo man rundherum sitzen kann. Rollstühle, klar, Bürostühle. Der Boden muss ein Linoleum sein oder ein glatter Boden, damit man da gut in den Stühlen hin und her rollen kann. Und man muss so viel Platz haben, dass vor einem Rechner 2 Leute sitzen können, damit die sich gegenseitig helfen können. Das braucht man fürs Pair-Programming, ganz, ganz, ganz wichtig. Was man braucht, ist irgendwo ein Whiteboard. Da werden die Tickets verwaltet. Das haben wir früher analog gemacht. Da kommen die Backlog-Tickets hin und dieser ganze Kram und so ein Kram. Eventuell braucht man, das sieht man hier oben so ganz leicht, am Rand irgendwo nochmal so Schreibtische und Rechner, wo die Leute ihre Post und ihren Kram erledigen können. Also wo sie nicht Software entwickeln, sondern die anderen Sachen, telefonieren und all so ein Kram. Das braucht man noch. Typischerweise gehört in so ein Labor, das ist hier nicht drauf, eine Sofaecke, ganz wichtig. Damit man socializen kann und Scrum-Meeting-Geschichten machen kann, da muss auf jeden Fall natürlich eine Mikrowelle drin stehen, am besten ein Pizzaofen. Solche Geschichten, da muss es irgendwas zum Essen geben, weil wegen den Überstunden und so.
Dann braucht es typischerweise eine Tüte Gummibärchen, ganz wichtig, weil zu der Zeit hat beim Kent Beck hat man mit Gummibärchen eine Aufwandsschätzung gemacht. Das heißt, ein Storypoint war ein Gummibärchen. Wenn du ein Ticket bearbeitet hast mit vier Gummibärchen, dann musst du dir als Scrum Master die Gummibärchen besorgen. Und wenn du das Ticket dann fertig hast und der hat es akzeptiert, hast du die Gummibärchen gekriegt und durftest die essen als Belohnung. Okay, es gibt ein paar infantile Anteile, aber hey, das hat Kent Beck so festgelegt, das müssen wir so machen, das ist Teil von Scrum. Und solche Geschichten mehr. Das war der wichtigste Teil hier. Moment, dann gab es hier dieses komische Ticket, sag doch mal. Das ist die Story und Task Card, das sind die Tickets, die die damals geschrieben haben. Na? Im Wesentlichen so ein Backlog-Eintrag ist das jetzt. Die gab es in zwei Geschichten. Auf der obersten Ebene waren das Stories, auf der Verfeinerungsebene waren das Tasks. Die sahen aber eigentlich ziemlich ähnlich aus. Und im Wesentlichen gibt es dann da eine ganz kurze textuelle Beschriftung. Beschreibung, was ist denn das hier alles? Irgendein Datum, dann wie viele, eine laufende Nummer oder ist das die Anzahl der Storypoints, die man da kriegt? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. 275 Gummibärchen, wer soll die denn alle essen? Und so weiter und so weiter, ein bisschen Text, ein bisschen Notes und hier unten so ein Time-Tracking-Table. Im Prinzip alles diese Dinge, die wir mit Jira gemacht haben, haben die mit solchen Zetteln gemacht. Fertig. Ne? Und die hingen an der Wand, an diesem Whiteboard. Da gab es extra so eine Tasche, da hing der Backlog drin, da konnte man sich ein Kärtchen rausnehmen, konnte man das hinklicken, da hatte jeder so einen persönlichen Magneten mit seinem Icon drauf, hat man da drauf geklemmt, hat gesagt, ich arbeite jetzt gerade an diesem Task, dann hat man sich hingesetzt und den gemacht. Ne? Und hat dann im Prinzip hier noch die Stunden aufgeschrieben. Und solche Geschichten mehr. Das war's. Das war im Großen und Ganzen die Idee. So, die Dramatik dieser Zettel muss man vergleichen mit Relational Unified Process, wo wir 100 Seiten Anforderungsdefinitionen geschrieben haben, bevor wir überhaupt anfangen durften zu programmieren. Da hat Kent Beck gesagt, mach doch so einen Zettel, reicht auch. Ist das Gleiche. Na, und eine Seite Text ist ein Personentag, ist 1.000 Euro. Na, also anstatt 100.000 Euro Anforderungsdefinition haben wir jetzt hier in 10 Minuten so einen Zettel dahin geschmiert. Na, und wenn ihr da noch Fragen habt, dann redet ihr halt drüber. Ist genau das gleiche Ding. Musst du ja eh lesen und fertig. So, J-Unit-Tests, über die reden wir gleich getrennt. Paarprogrammierung, Raum, Kundenvertreter, der hier ist noch wichtig. Bei Scrum haben wir den Product Owner. Ja, das ist ein Mitglied des Teams, das mit dem Kunden Kontakt hält und immer weiß, was der Kunde will. Bevor es den Product Owner gab, gab es bei Extreme Programming den On-Site Customer im Wesentlichen. Und die Idee von Kent Beck war, wir kriegen ja das mit diesem Anforderungsdokument sowieso nicht hin. Ne? Kostet Hölle viel Kohle und steht nicht das Richtige drin. Stattdessen machen wir das wie folgt. Der Kunde nimmt eine Person, also jetzt wir bauen eine Software hier für die Univerwaltung, dann kommt der Herr Nioff. Und der setzt sich zu unserem Entwicklungsteam ins Labor. 40 Stunden die Woche. Und der macht dann das, was im Augenblick, was bei euch der Product Owner macht. Das heißt, der Kunde sitzt dann direkt, hat einen Vertreter beim Entwicklungsteam und das Entwicklungsteam kann diesen Kundenvertreter ständig fragen, wie willst du das jetzt genau haben? Das war die Idee von Kent Beck. Das hat nicht gut funktioniert. Also die Idee und das Problem war, dass es, wenn wir den Herrn Nioff irgendwo hinsetzen, der hat einfach nicht genügend technische Skills. Der kann nicht genug Software. Und dieser Product Owner letztendlich, den wir jetzt haben, man muss ein Gefühl dafür haben, was geht mit Software, wie viel Aufwand ist das, um ein guter Product Owner zu sein. Was kann man leicht umsetzen, was ist unfassbar kompliziert, was ist unmöglich umzusetzen. Und das konnte die Customer nicht leisten. Und es war den Kunden zu teuer. Dein Ansprechpartner beim Kunden ist irgend so ein Abteilungsgruppenleiter, der ein Budget hat von 1 Million Euro, dass er dir in den Rachen schmeißen kann. Aber das ist schon so ein bisschen höheres. Und die haben nicht 40 Stunden die Woche Zeit, sich dir ins Labor zu setzen. Das machen die einfach nicht. Die sagen, ich muss hier eine Abteilung managen. Das kann ich nicht machen. Ich habe andere Sachen zu tun.
Wir machen eine Telefonkonferenz einmal die Woche für eine Stunde. Da kannst du mit mir reden. Ne? Mehr nicht. Und deswegen ist dann bei Scrum im Wesentlichen dieser On-Site-Customer durch den Product Owner ersetzt worden, der genau diese eine Stunde Kontakt mit dem Kunden hält pro Woche, um dann das zu klären. Und dann gibt es eben die Release-Meetings und solche Sachen. Da, so funktioniert das im Großen und Ganzen. So, das lasse ich mal weg. Hier wird im Wesentlichen diskutiert, das, was wir mit dem Business Layer haben, dass man den so iterativ erweitern kann, ohne API-Breaking Changes zu machen, ist eine Idee, die Ken Beck hatte, im Großen und Ganzen. Der im Wesentlichen aufgesetzt hat. Und jetzt brauchen wir noch Refactoring. Steht hier nicht so genau. Prinzipiell haben wir jetzt gesagt, wir erweitern iterativ immer unsere Business API, ne, und bauen da immer neue Operationen dazu. Und dann habe ich schon ein paar Mal gesagt, manchmal kommt es vor, dass du für eine neue API-Operation, die du anbieten möchtest, dein Datenmodell umstrukturieren musst, weil du noch zusätzliche Kanten brauchst, weil du irgendwelche Objekte anders aufteilen willst. Du willst es anders machen, damit dein Algorithmus besser umsetzbar ist. Davon sind unter Umständen alte Business-Funktionalitäten betroffen, die auf dem alten Datenmodell gearbeitet haben. Dieser Change ist ein interner Breaking Change. Und was im Wesentlichen Ken Beck gesagt hat, ja, das kommt manchmal vor. Aber es ist gar nicht so schwer, weil wir bieten euch Refactoring-Geschichten dafür an. Und Ken Beck hat im Wesentlichen formuliert, es gibt Umbauoperationen an deiner Software, in einer Datenstruktur, die sind Semantik erhalten. Da kann die alte Software, die alte Datenstruktur prinzipiell das gleiche wie die neue Struktur kann das gleiche wie die alte und ein bisschen mehr. Ne? Und es gibt so eine Reihe von, so ein typischer Refactoring-Schritt ist, Abteilung hat einen Mitarbeiter, jetzt hat es plötzlich viele Mitarbeiter. Ne? Du änderst die Kardinalität von so einer Assoziation. Ne? Dann kannst du sagen, ja gut, alle, die bis jetzt mit nur einen brauchten, die nehmen halt den ersten. Passt schon. Ja, und da kannst du relativ leicht so eine Umbauoperation machen, wo dass die alte Logik erst nochmal weiter funktioniert. Ziemlich ähnlich, wie davon nur wenig betroffen ist. Und so eine Operation, Semantik erhaltende Umstrukturierung, das ist ein Refactoring. Und Ken Beck hat gesagt, naja, solche Refactorings kann man, wenn man ein bisschen organisiert ist, relativ leicht durchführen und die garantieren dann, dass alte Funktionalität weiterlaufen kann, ohne davon geärgert zu werden. Und dafür brauchen wir mehr Werkzeugunterstützung. Und Ken Beck hat das in den 95, 96, 97, 98 irgendwie formuliert und inzwischen können unsere Entwicklungsumgebungen das. Wenn ihr in IntelliJ geht, dann könnt ihr so ein Renaming machen, dann könnt ihr sagen, hier, nehmt diese vier Zeilen Code, macht daraus eine Methode, schiebt diese Methode in eine andere Klasse. Solche Dinge, das sind Refactoring-Operationen, werden inzwischen unterstützt. Refactorings zu programmieren ist eine unfassbar komplizierte Angelegenheit. Das ist richtig, richtig Rocket Science. Aber wir haben die inzwischen und Ken Beck hat gesagt, das ist eine gute Idee, sowas zu haben. Und weil der es gesagt hat, haben wir es jetzt gebaut und es funktioniert super. Kann man tatsächlich verwenden. Es könnte noch ein bisschen besser gehen, aber immerhin. Es gibt Vorgehensmodelle, die man da benutzen kann. Das, was ich empfehlen würde, was ihr lesen solltet, ist Mikado-Modell. Software vielleicht noch. Software-Archiv Mikado. Wir müssen es eigentlich bei Amazon nachgucken. Moment, lasst mich das für euch googeln. Amazon, aber nicht Clean Code, sondern Mikado Method. The Mikado Method. Hey, das ist das Buch dazu. Da ist insbesondere exakt geschrieben, wie man vorgehen soll, mit was für Refactorings man arbeiten soll, wenn man eine größere Umstrukturierung seiner Software vornehmen möchte. Und was die insbesondere formulieren ist, wer kennt Mikado, dieses Stäbchenspiel, wo nichts wackeln darf? Ne, habt ihr als Kinder alle mal gespielt? Das ist die Inspiration davon.
Die Idee ist, wenn du irgendwie einen Umbau machen möchtest, eine Methode soll einen zusätzlichen Parameter kriegen. Das ist so also ein Klassiker. Dann baust du erst die neue Methode dazu, implementierst das auch alles schön, und dann kümmerst du dich um die Stellen, wo die alte Methode gerufen wird, und baust die ganzen alten Aufrufe nach und nach in neue Aufrufe um. Und du machst das so, dass die ganze Zeit deine Software läuft und testbar ist. Wichtiger Punkt, den möchtest du dabei haben. Darin wird beschrieben, wie man das tut. Und das ist die konsequente Weiterführung dessen, was Kent Beck sich da ausgedacht hat. So, und jetzt habe ich meine Zeit bald rum. Ich bin aber auch schon so ziemlich fertig. Ich suche jetzt noch das mit dem Testen, weil das nochmal wichtig ist. Dann haben wir es im Prinzip fertig. Das müssen wir auch noch sagen. Gemeinsamer Codebesitz ist auch von Kent Beck. Und das versteht sich erst aus dieser klassischen Softwaretechnik, eine Person, ein Baustein. Ja, wir hatten ganz früher im letzten Jahrtausend feste Zuständigkeiten und das war dann mein Baustein. Und wenn Sebastian hingegangen wäre in den 90er Jahren, hätte er an meinem Baustein einen Kommafehler geändert. Dann hätte ich den gegrillt, geteert und gefedert. Wir hätten einen riesen Streit gehabt, weil das ist meine Software und wenn der da was dran ändert und ich mache währenddessen was anderes, dann geht eine meiner Änderungen womöglich verloren, dann hätten wir richtig Zoff gehabt. Das hatten wir niemals gemacht. Und dementsprechend, weil das meine Software ist, ist es in meiner Klasse, wie es da drinnen aussieht, geht dich in feuchten Kehricht an. Und ich formatiere und mache die Zeilenumbrüche so, wie ich das möchte. Ich benenne die Variablen so, wie ich das möchte. Das geht dich nichts an, das ist intern. Es gibt eine API, die hat der Architekt vorgegeben, da halte ich mich natürlich dran. Aber wie ich das intern programmiere, ist nicht dein Ding. Dann lass die Finger davon. Und jemanden anderen Quelltext durchzulesen und dann womöglich zu kritisieren, ich verstehe das nicht richtig. Geh weg, du Idiot, wenn du dazu doof zu bist. Da haben wir uns gezofft wegen sowas. Und das war also Einschränkung der persönlichen Freiheit, da sind Corona-Grundeinschätzungen einen Dreck gegen. Also wenn irgendeiner mich kritisiert hat in meinem Stil, wie ich was programmiert habe, da war ich in meiner künstlerischen Freiheit aber sowas von angepisst. Das gab es gar nicht. Und Kent Beck hat gesagt, das ist ja mal scheiße. Also wir machen jetzt feature-orientiertes Entwickeln und jedes Feature ist Cross-Cutting über viele, viele Bausteine weg. Das heißt, ich gehe ständig in einen Baustein, wo auch andere Leute arbeiten. Und dann machen wir das gefälligst so, dass wir alle einen ähnlichen Programmierstil haben, damit wir das gegenseitig lesen können. Und dann kamen Pretty-Printer auf, die wir vorher nicht hatten. Dann kamen Naming-Conventions auf, wie man Sachen benennen muss und all solche Sachen. Und am Schluss das Buch Clean Code von Uncle Bob, der genau sagt, wie man das zu schreiben hat. Na, und es gibt keinen persönlichen Stil. Na, und wenn du das nicht so machst, wie Uncle Bob das vorschlägt, dann machst du es falsch. Und dann gehen deine Kollegen und brüllen dich an. Und kritisieren dich und sagen, nein, das darfst du nicht, guck nochmal nach, Onkel Bob. Ne? Und dann gibt es keinen persönlichen Stil mehr und künstlerische Freiheit. Das ist leider bei dieser Gelegenheit verloren gegangen. Und jetzt ist der wichtige Punkt, jeder darf eigentlich überall beliebig einen Code von anderen Leuten ändern, damit das mit seiner Funktionalität zusammenpasst oder ihrer. Und Git sorgt dafür, dass das nachher alles problemlos zusammengemerged wird. Und an dieser Stelle gibt es einen wichtigen Kaviat oder Punkt, auf den man aufpassen muss. Ja, wenn bei diesem Zusammenmischen von solchen Änderungen was schief geht, hast du eine 90%ige Chance, dass der Compiler merkt, hier sind zwei Änderungen, die stehen im Konflikt zueinander. Der eine hat eine Variable von Boolean nach Int geändert, der andere hat irgendwie das Ding in der EVAP-Frage benutzt. Ne, das müsste ein Compiler merken. Okay. Aber es gibt erschütternd viele Teile, wo das Mergen sagt, ja, war gar kein Problem, waren verschiedene Stellen, wo dann anschließend das Kompilieren sagt, ja, funktioniert alles prima, läuft, ist alles gut, aber du doch was kaputt gemacht hast. Und du hast das nicht gemerkt, weil du das nicht wusstest, dass dieses kleiner gleich 1 wichtig war und kleiner 1 an dieser Stelle falsch. Weil es da einen Sonderfall gibt, den du nicht betrachtet hast, von dem den ein Kollege gemacht hat, von dem du nicht wusstest. Die Kollegin.
So, was macht man da? Und an der Stelle hat dann im Wesentlichen Kent Beck, wo ist es da? JUnit erfunden. Er hat gesagt, ey, das müsst ihr testen. Na, und das ist tatsächlich, Kent Beck, JUnit habt ihr alle schon verwendet in PM. Na, dieses mit dem Assert, That und so ein Kram und Klammeraffe Test. Kent Beck hat das himself persönlich implementiert mit Erich Gammer zusammen, yet another Gott aus Software Engineering Heaven. Das sind die ganz großen, das hat tatsächlich Kent Beck persönlich implementiert und das wird in der Java-Welt zumindest flächendeckend verwendet. Ne? Es gibt inzwischen JUnit 5, ich glaube JUnit 4 hatte Kent Beck noch selber die Finger drin, weiß ich aber nicht genau, ist auch schon gerade egal. Ne? Die Idee ist, die es gilt. Was der im Wesentlichen sagt hat, für jede Funktionalität, die du baust, für jedes Ticket aus deinem Scrum-Backlog, das du implementierst, brauchst du immer mindestens einen Test, der dazu da ist, sicherzustellen, wenn irgendwann gemerged wird Funktionalität, dass deine Funktionalität noch da ist. Also es gibt reine Tests, die nur den Auftrag haben, sicherzustellen, dass die Grundfunktionalität durch Änderung von Kollegen und Kolleginnen nicht verloren geht. Und damit man das machen kann, braucht man viele, viele Tests, also für jede Funktionalität immer Funktionalitätstests. Man braucht dann zusätzlich noch Testen, damit das alles gründlich läuft, hatten wir im PM, glaube ich, besprochen, hoffe ich mal, so Coverage-Analysen und so ein Kram. Aber man braucht als erstes mal immer so einen Test, der das Szenario absichert, damit diese Funktionalität nicht von irgendjemandem später durch einen Merge kaputtgespielt wird. Weil du es sonst nicht hinkriegst. Da reichen die statischen Compile-Zeit-Prüfungen nicht aus. Du musst wirklich prüfen, ist die Funktionalität, die ich da gebaut habe, noch da, nachdem Albert und Sebastian ihren Kram auf einen Haufen geworfen haben. Ganz, ganz wichtig. Und dafür musste man im Prinzip dieses ganze Testen so organisieren, dass man sagt, ja, es gibt Tests für meine Funktionalität, die kann ich einzeln laufen lassen. Und wenn ich damit durch bin, habe ich die Tests für andere Funktionalitäten, die kann ich in so einer Suite, in so einer Hierarchie zusammen. Dann kann ich sagen, jetzt mache ich mal alles für diesen Teil der Business Logic oder jetzt mal für das Gesamtsystem irgendeinen Test. Und die kann ich ganz flexibel ständig immer irgendwie wieder laufen lassen. Ganz wichtig, diese Tests sind vollautomatisch, hat Kent Beck so verlangt. Das muss nämlich andauernd ständig automatisiert immer wieder passieren. Gegenüber von User-Tests, Graphical User Interface-Tests, die wir früher manuell durchgeführt haben. Da gab es so Skripte, die geschrieben haben, so, jetzt mach mal das Programm auf, jetzt drück mal und gib da mal Albert ein, jetzt drück mal auf den Knopf. Da gab es so ganz lange Word-Dokumente, ein paar hundert Seiten mit so Checklisten, die mussten dann arme Studierende in ihren Ferien abarbeiten und dann solche Tests durchführen. Solche interaktiven Tests machen wir heute auch immer noch, die helfen nicht wirklich. Ja, das muss man auch machen, aber um dieses Mergen und dieses agile Softwareentwicklung hinzukriegen, braucht man vollautomatische Tests und man braucht einen Nightly Build oder einen Continuous Integration Testing. Auch eine Sache, die Kent Beck erfunden hat und hat gesagt, ihr müsst diese Tests bei jedem Git Commit und Push vollautomatisch alle jedes Mal laufen lassen. Kent Beck hat es befohlen, das machen wir seitdem so, hat sich unfassbar bewährt. Findet wahnsinnig viele Fehler, ist echt effektiv und ohne dem kann man nicht agil arbeiten im Team. Deswegen machen wir das im Softwaretechnikprojekt auch so. Kent Beck hat es erfunden. Wunderschön. Boah, das war's schon. Ein paar Programmierung mache ich jetzt mal nicht. Jetzt haben wir es, glaube ich. Das war das, was ich heute erzählen wollte. Yeah. Und was haben wir noch? Kostenschätzung. Das machen wir Freitag. Zur Kostenschätzung gibt es auch noch ganz viel zu sagen. Und jetzt gehe ich nochmal einmal zurück. So wollen wir arbeiten, damit wir so arbeiten können, damit wir diese ganzen Zwischendokumente nicht brauchen, brauchen wir agile Methoden und Techniken. Wir brauchen prinzipiell diese Hackathons, wo man sagt, das ganze Team sitzt zusammen und spricht direkt miteinander, damit das richtig funktioniert, um Designfragen schnell klären zu können. Wir brauchen diesen Product Owner als lebende Anforderungsdefinition. Wir brauchen letztendlich, finde ich, einen Architecture Owner. Das ist nicht die Idee von Kent Beck. Wir brauchen Git, damit das alles funktioniert. Wir brauchen Continuous Integration, damit das alles funktioniert.
Wir machen prinzipiell so eine Priorisierung nach Backlogs und wir haben immer im Kopf, wir wollen die ganze Software scheibchenweise bauen, indem wir ständig die API um neue Operationen und Funktionalität erweitern, und zwar in einer Art und Weise, dass wir alte Funktionalität dadurch Erweiterung durch neue Funktionalität nicht gestört wird, damit wir das ebenso nach und nach API ohne Breaking Changes immer mehr erweitern kann. Das ist der ganze Trick. So wird Software heute entwickelt. An dieser Stelle ein letzter kleiner Wermutstropfen. Das funktioniert super mit Teams so um die 10 Leute, plus minus 4. Teams, die größer sind, also spätestens ab 20 Leute, können so nicht arbeiten. Das, weil der Gesprächsbedarf wird zu groß. Funktioniert nicht, könnt ihr knicken. Projekte mit Leuten, mit mehr als 10, 14 Leuten müsst ihr nochmal neu hierarchisieren. Da gibt es andere Techniken für, zum Beispiel Scaled Agile Framework oder Scrum of Scrums, wo man viele Scrum-Teams nochmal ineinander schachtelt. Eine nächste Hierarchieebene braucht man letztendlich, für die man dann wieder neue Techniken braucht. Das behandeln wir nicht mehr im Software-Technik-Praktikum, weil dafür ist jetzt einfach das Quartier noch zu unerfahren. Dafür reicht die Veranstaltung einfach nicht. Ich biete in wahrscheinlich einem Jahr das erste Mal eine Vorlesung an im Masterbereich, die nennt sich Digital Enterprise Engineering. Habe ich vor. Zusammen mit der Wirtschaftsinformatik, die wir bis dahin gründen wollen. Und da werden solche Inhalte behandelt werden. Bis dahin klappt das nicht. Okay, dazu sage ich aber am Freitag noch mehr. Am Freitag haben wir um 12 Uhr Vorlesung nochmal. Ich erkläre dann nochmal ein paar technische Grundlagen, warum dieser Planning-Poker so funktioniert, wie er funktioniert. Da braucht ihr noch ein bisschen theoretische Hinterfütterung. Also dieser Planning-Poker ist in einer Art und Weise konstruiert, wo ganz viel Wissenschaft dahinter steht, und damit man den richtig benutzt und da nicht aus Versehen die Vorteile, die das hat, den Bach mit runtergehen, muss man so ein bisschen Hintergrund haben. Den will ich noch erläutern, und dann gibt es eine Aussicht auf weitere Vorlesungen im den nächsten Semester. Danke für die Aufmerksamkeit. So, einmal noch ins Volk winken. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt, und dann wünsche ich euch, im Prinzip sehen wir uns am Freitag wieder, und happy hacking!